Willkommen, meine Egelliebhaber und Lieblingszuschauer. Bei diesem filmischen Meisterwerk möchte ich euch einen kurzen Crashkurs in Sachen Egelhaltung geben. Wenn ihr euren Egel aus der Apotheke habt, dann ist das höchstwahrscheinlich ein Gerudo Verbana, also ein ungarischer Blutegel. Der hier gezeigte Crashkurs gilt aber auch für andere Arten wie Gerudo Medicinalis oder Gerudo Orientalis. Bitte haltet Egel immer als kleine Gruppen von mindestens 3 Tieren. Mit der Faustregel 1 Liter je Egel könnt ihr nichts falsch machen. Aber jetzt viel Spaß beim Video. An sich ist es ganz einfach. Ihr braucht ein Becken, Sand, Steine. Steine sind immer wichtig. Natürlich auch ein paar große raue, damit sich die Egel daran reiben können. Eine rote Katze. Nein, die färben so schrecklich, die lassen wir weg. Dafür allerhand an optionaler Technik wie Lampe, Sprudelstein und eine Filteranlage, Optikeinrichtung und das Allerwichtigste, Egel. Dann ist es ganz einfach, den Sand einfüllen, Steine hinzugeben. Als raue Steine könnt ihr zum Beispiel Lavasteine, Sorrow Rock oder Drachensteine nehmen. Daran können sich die Egel wunderbar reiben, damit sie ihre Haut abstreifen können. Flache, ausgewaschene Steine eignen sich perfekt für die Egel, um sich mit ihrem Saugnäpfen daran festzuhalten. Auf Sand klappt das nämlich gar nicht. Dafür graben sie sehr gerne. Dann geht es ans Auffüllen. Ich nehme hier ganz normales Leitungswasser. Wie gut eure Wasserqualität ist, das könnt ihr ganz einfach im Internet bei eurem Versorgungsdienstleister einsehen. Sehr bewährt hat sich aber auch das Flaschenwasser vom Aldi. Hier setze ich noch einen Filter ein. Wie man den richtig egelsicher macht, habe ich euch in einem anderen Video erklärt. Außerdem einen Sprudelstein, aber beides ist nicht notwendig. So ein Egel-Aquarium kommt wirklich ohne jede Technik aus, ohne dass es den Egeln schadet. Also eine größere Pflanze hättest du ihnen schon geben können. Stimmt, Egel lieben es zugewuchert und schattig. Außerdem legen sie sich gerne in feuchtes Moos, vor allem um dort ihre Kokons abzulegen, aber dazu später mehr. Ihr müsst wirklich sehr gewissenhaft euer Aquarium kontrollieren, vor allem die Abdeckung. Egel kommen gerne durch die kleinsten Ritzen und Spalten. Seid also wirklich sorgfältig, sonst habt ihr nicht lange eine Freude mit euren Würmern. Kleine Öffnungen verschließe ich gerne mit Knetradiergummi. Der ist formbar und die Egel können ihn nicht wegdrücken. Dann Technik an und rein mit den Würmern. Durch die Vibration fühlen sie sich sofort vom Filter angezogen. Du brauchst für dein Becken weder Starterbakterien noch eine bestimmte Einlaufphase. Auch den Wasserwechsel kannst du sehr sparsam handhaben und nur bei groben Verunreinigungen komplett wechseln. Ansonsten reicht ein Teilwechsel alle paar Wochen. Neben Seemandelbaumblättern tragen auch Erlenzapfen zu einem gesunden Klima im Aquarium bei. Hier baut ein Egel gerade einen Kokon im feuchten Moos. Bedenke, dass Blutegel sehr viele Babys bekommen, die auf keinen Fall in unsere Umwelt gelangen dürfen, weil sie nicht heimisch sind. Ausgesetzte Blutegel, die sich vermehren, gefährden nicht nur unsere heimischen Biotope, sondern werden auch rigoros vernichtet, sofern sie entdeckt werden. Hi, ihr ist Toni von Litchi Love. Schön, dass ihr noch dran seid. Ich hoffe, mir schaut noch jemand zu. Alle Artikel in diesem Video sind in der Beschreibung verlinkt, deswegen steht oben auch Werbung. Litchi Love ist ein privates Projekt, deswegen sind wir auf eure Hilfe angewiesen. Liked, teilt und kommentiert den Beitrag. Außerdem sind wir immer auf der Suche nach Aquariumzubehör und Portopaten. Wer möchte, kann uns auch gerne eine Spende an info@litchilove.de schicken. Nicht nur Menschen sind in Not, sondern auch Tiere. Und wir haben die Macht, das zu ändern. Bis zum nächsten Mal.